Ja, hallo, ich mache mal wieder ein Mathe-Video. Diesmal geht's um eine kleine Übungsaufgabe, die ein bisschen was mit Zahlentheorie zu tun hat. Und zwar war die Übungsaufgabe die folgende. Gegeben C und D aus Z, teilerfremd. Und gesucht sind A und B aus Z mit AD minus BC gleich plus oder minus 1. Ja, und man erinnert sich vielleicht an so einen allgemeinen Satz, C und D ganze Zahlen, dann kann man den kleinsten gemein, was sage ich, den größten gemeinsamen Teiler von C und D kann man dann auch irgendwie als Linearkombination von C und D darstellen. Ja, also solche A und B gibt es. Wenn C und D teilerfremd sind, dann gibt es die, dass wir irgendwie plus minus 1 darstellen können. Ja, in der Aufgabe waren jetzt aber Beispiele gegeben und diese Beispiele waren sehr interessant gewählt. Und zwar schreibe ich die mal auf. C gleich 144, D gleich 233 war das eine Beispiel. Das andere war C gleich 832.040 D gleich 1, 3, 4, 6. 269. Das waren die gegebenen Beispiele. Okay, und jetzt kennt man vielleicht den euklidischen Algorithmus, mit dem man das machen kann. Ich schreibe den einmal hier für C und D auf und spule das vor. So, jetzt sind wir soweit. Ich habe das hier einmal aufgeschrieben. Ja, man fängt also an, 233. Wie oft geht hier 144 da rein? Einmal. Rest 89. Und dann holt man die 144 und die 89 hier rüber. 144, 89. Und macht das mal so weiter. Und was jetzt hier natürlich sofort auffällt, das hier waren immer alles Einsen. Und wann sind das alles Einsen? Das ist bei der Fibonacci-Folge so. Wenn das zwei Fibonacci-Zahlen sind, tatsächlich 233, 144 und überhaupt alle Zahlen, die hier stehen und hier stehen, sind alles Fibonacci-Zahlen. Ja, und dann muss man den natürlich, das nennt sich ja erweiterter euklidischer Algorithmus, wenn man das jetzt wieder rückgängig macht, das Ganze hier, kriegt man letztendlich diese A und B raus. Also wir stellen die 1 da mit der 2 und der 3, das können wir hier durch die unterste Zeile, können wir die 2 und die 3 aber als Linearkombination von 8 und 5 darstellen und so weiter nach oben, bis wir am Ende die 1 dargestellt haben als Linearkombination von 233 und 144. So, was mir dann aufgefallen ist, ich habe das natürlich auch mal gemacht und habe als Ergebnis rausbekommen, also für diesen Fall jetzt, also wir sind jetzt nicht mehr hier. A gleich 55, B gleich 89 habe ich rausbekommen. Ja, also sprich, 55 mal 233 minus 89 mal 144 ist plus minus 1. Was fällt bei 55 und 89 jetzt auf? Die haben wir hier schon mal gesehen. Ja, das sind zufällig auch Fibonacci-Zahlen. Kann das denn ein Zufall sein? Wahrscheinlich nicht. Von daher habe ich natürlich gleich vermutet, dass es da so ein Gesetz geben muss. Fn mal Fn plus 3 minus Fn plus 1 Fn plus 2, also Fn ist die n-te Fibonacci-Zahl, dass das immer plus minus 1 ergibt. Und das habe ich dann auch nachweisen können. Den Beweis finde ich sehr schön, deswegen möchte ich den hier mal
vorführen mal eben. Und zwar gucken wir uns eine Matrix an, wo die Fibonacci-Zahlen drin stehen. Und zwar hier steht Fn, hier steht Fn plus 1, hier steht Fn plus 2 und hier Fn plus 3. Diese Matrix gucken wir uns an, das hier soll ein F sein. Und die multiplizieren wir jetzt mit der Matrix 0, 1, 1, 1. Was kommt dann raus? Matrix-Multiplikation, ne? F n plus 1 kommt hier hin. Dann kommt unten links hin, das ist Fn plus Fn plus 1. Also die beiden addiert. Und wegen der Rekursionsvorschrift der Fibonacci-Folge ergibt das Fn plus 2. Oben rechts kommt da Fn plus 3 hin. Und unten rechts kommt Fn plus 2 plus Fn plus 3. Die beiden addiert, auch wieder Rekursionsvorschrift der Fibonacci-Folge ist Fn plus 4. Was bringt uns das jetzt? Wenn wir jetzt die Determinante bilden auf beiden Seiten, also wir bilden hier die Determinante. Determinante für 2×2-Matrizen ist einfach der mal der minus der mal der. Sprich, hier kriegen wir gerade raus Fn plus 1 Fn plus 4 minus Fn plus 2 Fn plus 3. Und dann gibt es das schöne Determinanten-Multiplikationsgesetz. Das sagt, die Determinante vom Produkt von zwei Matrizen ist einfach das Produkt der Determinanten. Das heißt, hier können wir einzeln die Determinanten ausrechnen. Hier vorne ist sie einfach minus 1. Und die Determinante hiervon ist genau unser gewünschtes Produkt. So, was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, dass wenn diese Formel für, also wenn das hier schon 1 war, oder plus minus 1, dann ist das fürs nächste n wieder plus minus 1. Sprich, das hier ist quasi der Induktionsschritt für einen Induktionsbeweis. Wenn man jetzt noch nachprüft, dass tatsächlich F1 F4 minus F2 F3, rechnen wir mal kurz aus, die erste Fibonacci-Zahl ist 1, also bei mir fangen sie an mit, die erste ist 1 und die zweite ist 1. Ich weiß nicht, wie andere Leute das definieren. Dann ist das 1 mal 3 minus 1 mal 2. Und das ist 1. Ja, also hier steht quasi Induktionsanfang. Da ist die Determinante 1. Und das hier ist der Induktionsschritt. Der sagt uns, wenn wir das einfach für die nächste Fibonacci-Zahl machen, also wir fangen mit einer später an, dann kriegen wir einfach dasselbe mit minus 1 multipliziert. Sprich, das bleibt immer plus 1 oder minus 1. So, und wenn wir jetzt nochmal zurück an dieses Beispiel denken, c ist diese Zahl, d ist diese Zahl, das war auch in der Aufgabe mitgegeben. Und wenn man jetzt einfach mal vermutet, dass es vielleicht auch Fibonacci-Zahlen sein könnten und dann a und b ausrechnet, die ergeben sich ja gerade, b ist d minus c und a ist dann c minus b. Dann landet man letztendlich bei diesen Zahlen und wenn man das jetzt nachprüft, dann kriegt man tatsächlich raus, dass a mal d minus b mal c gleich plus oder minus 1 ist. Also dann haben wir tatsächlich eine Lösung gefunden. Das sagt natürlich noch nicht, dass das Fibonacci-Zahlen waren.
hätte auch Zufall sein können hier. Aber wenn man in einer Tabelle irgendwo im Internet nachguckt, das sind C und D sind auch Fibonacci-Zahlen. Ja, so konnte man diese Aufgabe also lösen ohne große Rechnerei. Und ich glaube, das war es erstmal für dieses Video. Ich habe zwar noch ein bisschen mehr hier mit rumgerechnet, aber vielleicht mache ich das dann mal in einem eigenen Video. Da gibt es nämlich wirklich interessante Zusammenhänge, die da entstehen, wenn man irgendwie Fibonacci-Zahlen miteinander multipliziert. Also wenn man sich irgendwie dann mal sowas anguckt, Fn mal Fm minus Fn plus 1 mal Fm minus 1. Wenn man sich sowas mal anguckt für, ich sag jetzt mal n kleiner m, aber das ist wahrscheinlich auch egal. Da kriegt man dann ganz interessante Sachen raus, dass dann irgendwie, was hier rauskommt, ist selbst wieder eine Fibonacci-Zahl. Und dass wir hier immer 1 rausbekommen haben, das lag dann daran, dass die Fibonacci-Folge mit Einsen beginnt und so weiter. Dann kann man sich andere Fibonacci-artige Folgen angucken, die quasi durch irgendwelche zwei Startwerte bestimmt sind und dann dieselbe Rekursionsvorschrift haben. Also das ist alles ganz interessant, da könnte man noch bestimmt stundenlang drüber reden. Ah, dann war es das erstmal für dieses Video. Also, bis zum nächsten Mal.